Hallo YouTube, hallo Zuhörer, hallo Leser, hallo Programminteressierte, hallo Funkbetreiber, ja, hallo einfach. Genau, heute geht's los mit unserem ersten Tutorial, mit meinem zweiten Tutorial mittlerweile. Die Leitstelle, genau, die Leitstelle, ich habe euch gesagt, wir befassen uns mit diesem Design in den nächsten Teilen, mit dem Design von der Leitstelle. Ich habe hier vier Formen, Login, Leitstelle, dann glaube ich Benutzer anzeigen, Benutzer hinzufügen. Die werden wir einfach mal designen. Ich habe hier eine Form mit 6 Menüpunkten, Ansicht, Karte, Nachricht, Fahrzeug sein, FMS, Ansicht. Dazu in den nächsten Formen mehr. Dann Fahrzeug, Status ändern, übermitteln, Benutzer anzeigen, hinzufügen. Einsätze, Öffnung, Schluss, Einsätze werde ich zumachen. Wegmachen, dafür gibt es hier unten diese schöne Leiste. Und hier halt Logout zum Schließen. Dann das hier sind alles Labels. Text, das sind alles Labels, genau wie das, das, das auch. Dann sind dies, also die hier, alles. Die vier. Drei, vier, ja okay, bis auf Ort. Sind diese drei. Inklusive diese. Können wir das so markieren? So. Alles das, was ich jetzt hier so markiert habe, sind alles Textboxen. Sprich dies, dies, dies auch. Die drei, vier, plus die hier unten, die große. Der Rest, das, die drei Controls sind einfach ganz normale Combo-Boxen. Wir haben hier ein großes Label, ein kleineres Label und halt die Menüleiste. Benutzeranzeige, ein Data-Video. Und ein Link-Label, damit noch ohne Funktion. In die Form 4 Benutzer anlegen. Eine Textbox, drei Labels, ein Button, eine Combo-Box. Ja. Hier habe ich vergessen, im letzten Tutorial zu sagen, müsst hier, nachdem ihr die Größe eingestellt habt, hier unten noch eine Eigenschaft ändern, müsst ihr hier unten Windows-Date maximized machen, da es auch sonst nicht so ganz nicht so wirklich funktioniert von der Größe her. Dann habe ich schon, dann sind auch schon ein paar Controls, zum Beispiel Logout gibt es schon. Da schreibt man einfach me.close rein. Dann gibt es hier auch schon Benutzeranzeigen. Da schreibt einfach FWM schon und Benutzer.show. Dann kommt diese hier, diese schöne Form 3, wie sie es so schön nennt. Und hier benutzt dann hinzufügen und ausstellen, da gibt es fwn-user.show, das ist Form 4. Ja, in den nächsten Tutorials wird es darum gehen, die weiteren Formen zu kontrollisieren, zu bestücken, zu designen. Wie ihr es macht, was ihr für Daten angeben wollt, ist euch überlassen. Das ist einfach nur eine ganz normale Tutorial-Reihe, wie man sowas macht, so einleitungsmäßig. Es wird eine Funktion geben, die allerdings in einer Klasse ausgelagert werden wird. Dieses wird eine Funktion sein, um eine Nachricht an einen TeamSpeak-Server zu schicken. Dazu braucht ihr allerdings Super-Server-Admin-Rechte, sprich das, beziehungsweise ein Server-Query-Account, damit ihr auch diese Nachricht dann auf den TeamSpeak-Server schicken könnt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wenn ihr Fragen habt, Probleme habt oder Anregungen zu weiteren Tutorials, abgesehen von diesem hier, einfach posten. Und ich hoffe, die Videos gefallen euch soweit. Ihr habt Spaß daran. Und ich hoffe, ich kann euch weiterhelfen, was Programmieren angeht. Und ja, dann sage ich einfach mal viel Spaß beim Schauen. Seid gespannt auf weitere Tutorials, wird immer interessanter, Stück für Stück. Und ja, abonnieren nicht vergessen und bis dann. Ciao, ciao.